Hallo zusammen, hier mal ein kleiner Clip zu dem DAO. Wir haben Mittwoch, es ist der 11. August und es ist 8:30 Uhr. Ich will auch mal so einen klitzekleinen Vergleich wagen zwischen dem DAO und dem Nasdaq. Also grundsätzlich, das hier ist der DAO, eine Kerze, ein Tag. Sensationeller Aufwärtstrend hier, insbesondere seit dem März letzten Jahres. Der Freund hat sich fast verdoppelt und ja, ist ganz kurz davor. Was mir auffällt, ist, die Bänder sind insgesamt ziemlich eng. Der bewegt sich so schlauchförmig nach oben. Der so ganz langsam, heimlich, still und leise geht er auf die Reise. Wir sind permanent von einem neuen All-Time-High umgeben. Ich meine, der Schlusskurs gestern war auch ein neues All-Time-High, aber ich habe hier kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Ich finde, wir sind nach wie vor in Ordnung, sowohl über die traditionelle als auch die moderne Sichtweise im MACD. Stochastik, ja, wenngleich hoch. Nirgendwo ein Verkaufssignal. Dennoch muss ich einen Punkt ausmachen im DAO, und das ist dieser hier. Das ist die Kerze vom 3.8. und das war bei 34.716. Ich weiß nicht, was es auslösen soll. Also von der Technik habe ich kein Verkaufssignal, aber da möchte er doch bitte mal nicht runterfallen unter die 34.716, weil da würden wir 10-Tage-Linien machen, die 20 Tage unterbrechen und diesen Chartpunkt brechen. Dann würde das hier sich definitiv weiter nach unten bewegen. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, 34.700. Jetzt mache ich mal einen Mini-Vergleich zum Nasdaq. Also schaut jetzt nochmal hier auf die Stochastik, wie das hier aussieht und auch hier das MACD. Mal ganz kurz auf die Nasdaq gegangen. Verkaufssignal. Verkaufssignal über moderne Sichtweise. Verkaufssignal über traditionelle Sichtweise. Ganz kurz vor der 20-Tage-Linie. Mir fallen auf, dass solche Werte wie Amazon, die sind jetzt heftig gefallen, aber die korrigieren gar nicht nach oben. Die reagieren gar nicht auf die Korrektur. Sagen wir es mal so rum. Das fällt mir auf. Also ich glaube, dass das ist vielleicht eine der wichtigeren Aussagen, dass sollte der Markt runtergehen, wird die Nasdaq schneller fallen als der DAO. Ich gehe zurück zum DAO, ich habe kein Verkaufssignal im DAO, wenngleich ich mich sehr, sehr schwer tun würde, hier irgend jetzt noch etwas zu kaufen. Wir sind jetzt hier August und September sind traditionell nicht so besonders gut. Ich bin jetzt kein Freund von den Saisonalitäten, aber ich habe momentan, ich sehe nicht, dass der wird, wenn er steigt, dass er schleichend hochgeht, das sehe ich. Aber ich glaube, der hat momentan einfach keinen Pep mehr. Einige Werte sind doch heftigst bewertet. Von daher, ja, der wird noch ein bisschen steigen, glaube ich schon. Aber dieser Punkt hier, die 34.717, das ist für mich schon sehr wichtig. Da sollte er doch tunlichst nicht runtergehen, weil wir uns dann mindestens mit dem unteren Band eher wahrscheinlich mit diesem Chartpunkt hier bei 33.735 beschäftigen. Ich habe euch mal einen Schein mitgebracht. Für diejenigen, die denken, nee, wir machen ein neues Hoch, auch wenn es in Trippelschritten geht, wir gehen da weiter hoch, könnte ich diesen hier vorschlagen. Das sind 34.138er. 34.138, da sind wir hier unter dem Band, deutlich unter der 20-Tage-Linie. Das kann man probieren. Der hat momentan 32er Hebel und steht ganz grob bei 8,5. Das ist ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH9FS9. Stimmt das? GH9FS9. Ja. Dennoch würde ich den auf jeden Fall stoppen, wenn wir unter die 34.717 gehen. Weil dann muss er sich hier oben neu sortieren. Also das wäre eine Möglichkeit nach oben. Beim Short, tja, also 30er Hebel beim Short, da sind wir bei 36.000, hier 325. Ja, habe ich momentan keinen Grund zu, aber ich möchte es mal so formulieren, ich gehe noch mal ein bisschen höher mit dem Hebel. Wenn wir die 20-Tage-Linie und insbesondere diese 34.717 unterbieten, dann habe ich kein Problem mit so einem Schein hier. Das ist ein 36.203er, das ist der Put. Das ist die GH27 Dora Gustav, GH27 DG. Aber die Bedingung dafür, um den reinzunehmen, also kann auf die Watchlist, ist, dass wir hier drunter gehen, unter die 34.717. So, dann wünsche ich euch einen ganz tollen Handelstag, hoffentlich auch mit viel Sonne. Schaut mal raus und ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.